Okay, wir sind fast hier durch. Das meiste ist jetzt wirklich nur herumfliegen, weil das meiste schon weg ist, aber ich will es nicht mehr auf der Karte haben. Und einmal aktualisieren, so auf Knopfdruck geht leider nicht, da muss ich schon dahin fliegen. So, fliegen wir Richtung Westen mal kurz, dass das bisschen da auch nochmal weg ist auf der Karte. Das soll da bitte auch noch weg. So, jetzt wieder Richtung Nord, bisschen zum Osten hin. Und dann können wir hier auch endlich unser Schiff bauen. Das werden wir dann auch, denke ich mal, jetzt zeitnah in Angriff nehmen. Vielleicht jetzt schon die Aufnahmesession. Habe ich euch versprochen, dass ich das dann anfange. Ja gut, hier werden wir nicht unser Schiff bauen, wir werden das Schiff natürlich in der Werft bauen. Dafür haben wir die Werft ja hergestellt. Und Leute, so, der ganze Schnee ist weg. Dieses Bild haben wir seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, weil sonst immer noch ein bisschen was da war. Sehr geil. Dann mal kurz hier runter. Und Game Mode 0. Mal kurz unser Werkzeug hier mal wieder hin tun. Jetzt ist das hier natürlich unsortiert. Ich brauche ein neues Essen, weil ich habe ja eine ganze Menge Jonas gegeben. Und durch die Tour jetzt ist halt auch eine ganze Menge Essen weg. Ach, hier liegt auch noch Schnee. Das machen wir mal kurz noch weg. Ja, weil hier drüber jetzt ein Dach ist. Und es wird nur der Schnee, oder nur der Schnee ist betroffen, der an der Oberfläche ist. Und der war halt jetzt hier nicht an der Oberfläche. Von daher, Pech gab Schnee. Ich muss ich manuell wegmachen. Ah, jetzt sieht man hier auch den Weg und wie das endlich hier aussieht. Das ist so geil. Vorher konnte man das ja gar nicht sehen, weil hier alles voller Schnee war. Jetzt mit der Weg hier sieht schon komplett anders aus. Wird jetzt auch wieder eine Umgewöhnung sein, aber eine positive Umgewöhnung halt. So. Ja, muss ich jetzt hier komplett mal einmal drum durch. Hier nicht diesen Schneeblock da drin. Vergessen. Da wo Gras ist, da ist ja kein Schnee gefallen. Aber eins muss ich sagen, der Winter war dieses Jahr meh. Kaum Schnee gehabt, zumindest bei mir in der Gegend. Kaum Schnee. Es war zwar ab und zu ein Schnee, jetzt liegt draußen auch noch ein kleines bisschen Schnee, aber wirklich nur ganz, ganz bisschen. Das waren jetzt auch die kältesten Tage des Jahres hier bei mir. Ach, trotzdem so wenig Schnee diesen Winter. Das ist schon krass. Komm, dich treffe ich. Schmetterling. Dich will ich treffen. Hab ich ernsthaft getroffen? Nein. Ja, gut. Ja, aber es war so wenig Schnee. Es wird halt auch immer weniger, habe ich das Gefühl. Also, echt, ey. Und, ja, seit der Klimawandel. Ich hoffe mal, es wird mal wieder besser. Mal sehen, wie es nächstes Jahr ist. Lol, hier ist auch noch Schnee. Na gut, dann treffen wir ab und zu doch nochmal ein bisschen Schnee. Ich weiß nicht warum. Aber okay. So, hier ist auf, das soll jetzt so sein. Wir brauchen mal kurz ein bisschen was zu essen. Wir haben nur noch so wenig Weizen. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Weil ich habe jetzt so wenig Bock. Extra, um was herzustellen oder abzufahren. Gut, die Sonne geht unter, das heißt, wir legen uns mal kurz schlafen. Und dann werden wir, ja, ein Schiff bauen. Erstmal noch kein großes, erstmal will ich ein kleines Schiff bauen. Das große, das kommt danach. Weil erstmal möchte ich überhaupt erstmal ein Schiff haben, womit ich herumfahren kann, um erstmal die Mechaniken der Archimedes Ships Mods wieder, ja, in Erinnerung zu rufen. Denn ist lange her, seitdem ich mit der Mod gearbeitet habe. Daher weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, was es da alles gibt. Ach, ich schreibe at all, ja. Bin ich in Bed Wars. Chemie, genau, das braucht. Wir brauchen hier Steam Engine. Das hier brauchen wir nicht mehr. Das haben wir mal gebraucht. Passenger Seat. Das hier. Eine ganze Menge, auf jeden Fall, wie man sieht.
Und ja, da mal sehen, wie das alles wird. Wir werden jetzt auch erst nur anfangen, weil ich habe leider nicht ganz so viel Zeit. Daher kann ich nur 2 Folgen insgesamt aufnehmen. Wir sind mittendrin in der zweiten jetzt. Hier ist auch noch Schnee. Ja, da wo halt vorher keine Gebäude standen, bevor der Schnee halt kam. Und jetzt halt plötzlich Gebäude stehen, wie zum Beispiel der Stall, der ist ja auch neu. Da ist halt jetzt noch Schnee. Wenn hier halt noch ein Dach irgendwie zur Seite steht. Das werden wir jetzt bestimmt noch öfters erleben. Daher mache ich mal kurz diesen Schnee hier mal weg. Da muss ich auch noch mal kurz den Hühnern rein. Ist ja kein Problem. Hey, ja, Aasgeier hier. Ja, du magst gerne im Schnee sein? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, jetzt sieht man auch den Stall endlich mal ohne Schnee. Sehr schön. Ja doch, der Stall gefällt mir auch so jetzt im Grünen. Hier fehlen natürlich jetzt... Kühe fehlen. Wo sind die Kühe hin? Wisst ihr was? Ihr wisst ja, dass hier vorher Kühe waren. Das wisst ihr ja. Und daher mache ich jetzt hier... Wie viele Schweine haben wir? 1, 2, 3, 4... Ein paar. Ich mache jetzt mal hier 4 Kühe hin. Weil hier waren eindeutig Kühe und ich habe keinen Bock, hier wieder Kühe zu suchen. So, vermehren tue ich die jetzt nicht, weil ich gerade auch nichts dabei habe. Obwohl, im Rucksack habe ich doch bestimmt was. Nicht in diesem, da ist noch das Ausbeute drin. Hier unten. Ich dachte, ich hätte irgendwie was im Rucksack. Nee, doch nicht. Okay, dann nicht. So, wir werden aber, bevor wir losgehen, nämlich Folgendes machen. Die Portalkanone nehmen und hier mal ein Portal setzen. Am besten da vorne mal. So, habe ich vorhin das richtig... Ne, ich dachte, ich habe vorhin auch hier bei der Terrasse irgendwie Schnee gesehen, aber doch nicht. So, hier ein Portal, ein blaues Portal. Gut. Und dann kommt halt dementsprechend auf der anderen Seite ein oranges Portal hin, damit wir nicht immer wieder den Weg laufen müssen, weil ich habe jetzt natürlich nicht alles Material dabei, weil ich auch noch nicht weiß, welches Material ich alles so brauche. Damit ich nicht stundenlang herumlaufen muss, nehme ich einfach mal die Portalkanone, dafür ist sie da. Genau. So, den Weg hier mal entlang laufen, der noch nicht fertig ist. Dieser Weg soll ja auch später hin zum Friedhof verlaufen, genau. Hier irgendwie so dann rein. Aber den Weg erstmal so entlang zu laufen, wie er gerade ist, ist erstmal keine schlechte Idee. Der ist doch noch ein bisschen weiter, als ich dachte. Ja gut, ist auch schon ordentlich eine Weile her, seitdem wir den Weg gebaut haben und angefangen haben zu bauen, weil da zwischenzeitlich der Winter war. Ich glaube, wir haben das kurz vorm Winter gemacht. Wir mussten halt das so abbrechen, weil plötzlich dann hier halt Schnee lag. Und wieso war das? Cheat! Nein! Ich falle immer tiefer. Ich will nicht tiefer fallen. Oh, schon besser. Ich will hier rauf. Ah! Okay, meine Rüstung hält noch. Bevor ich die wieder aufladen muss. Und da hinten ist sogar schon meine Werft. Da ist ein Königsschleim. Mit dem will ich mich jetzt eher weniger anlegen. Der hat zwar keine Chance, da ich eh eine geile Rüstung anhabe. Aber trotzdem. Anlegen ist jetzt eher nicht so mein Fall. Wie konnte ich da jetzt so schnell aus dem Wasser raus? Normalerweise zickt man ja bis nach unten. Also, was? Habt ihr jetzt keinen Bock hier hoch zu steigen? Bis ins Unendliche? Werden wir mal kurz von der anderen Seite hier reingehen. Ach, hier sind Monster auch drin. Ist ja klasse, aber wenigstens keine Creeper. Monsterjäger, ja, weil meine ganzen Erfolge wieder weg sind. Irgendwie hatte ich eben das Gefühl, dass da ein Creeper war, aber ein Glück nicht. So, alles hier mal weg. Brauche ich nicht. So, jetzt haben wir das für uns alleine. Die Schorwaffer sind ja dafür, dass sich das Boot dann später nicht mit der Welt connectet. Sehr, sehr wichtig. Da haben wir das ja auch gemacht. Und hier,
Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, wie ich das Brot haben will. Aber erstmal brauche ich hier ein Portal. Da. Dieses Portal bleibt erstmal da. Ich möchte erstmal ein bisschen Eichenholz haben. So, das brauche ich da jetzt auch nicht mehr. Dieses Jetpack. Bisschen Eichenholz. Ich weiß nicht, ob wir Eichenholz noch hier haben. Ich hoffe es. Schwarzeichen und Fisch haben wir sehr, sehr, sehr viel, aber kein Eicher mehr. Was hat man auch gesagt? 5 Stück. Wow. Hä? Weiß ich. Nicht verlieren. Ist wertvoll. Gut, dann werde ich hier mal ein paar Setzlinge mitnehmen. Und ja, dementsprechend mal kurz ein paar Bäume einpflanzen. Das erste. Oder was brauchen wir noch für ein Holz? Bist du Fisch? Nee, Schwarzeiche? Schwarzeiche. Nee. Nee, ich will noch weiterhin Eiche ver. Aber ich habe so wenig Eiche, Mensch. Eichenholzstufen könnte ich auch hier brauchen, genauso wie Treppen. Nehme ich alles mal mit. Und im Rucksack habe ich noch ein paar Bretter. Gut. Das nehme ich erstmal. Mal sehen, was daraus wird. Das ist sowieso. Das ist nur ein ganz kleines Boot erstmal werden. Aber später. Sobald dieses Boot fertig ist, werden wir ein richtiges großes Schiff hier bauen. Da werden wir auch den kompletten Platz hier benutzen. Eventuell werden wir so nicht nur den Platz hier benutzen, sondern müssen auch das, zum Beispiel das Segel erst später machen, weil die Höhe nicht reicht. Aber mal sehen, mal sehen. Gut, dann machen wir erstmal hier vorne. Hier ist ordentlich hell, also von daher passt das ja hier. Habe ich keine Erde dabei? Habe ich hier im Rucksack. Alles habe ich hier im Rucksack, was ich hier brauche. Machen wir erstmal so 5 Stück. Das soll erstmal die Grundfläche hier sein. Und ja, dann mal sehen, wie es wird. Eventuell will ich es nochmal abreißen, weil es mir überhaupt nicht, überhaupt und gar nicht gefällt. Aber mal sehen. Das muss alles auf jeden Fall auch connected sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Daher machen wir hier mal so eine Art kleinen Bohnen hier drauf. Dass hier eine ebene Fläche entsteht. Und dann mache ich mal weiter mit ein paar Treppen. Ich sehe, okay, verstehe. Machen wir mal kurz so. Das hier wieder weg. Ist erstmal ein bisschen Fummelarbeit, weil ich. Ja, das letzte Boot, was ich gebaut habe, ist ewig her. Und ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Dasselbe natürlich jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. So, wenn ich das mal von vorne betrachte, ist es erstmal kein Boot. Da werde ich das hier mal komplett machen. Theoretisch müsste es so noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, oder? Weil von der Breite her. Da habe ich mir das halt hier gedacht jetzt. Aber ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was das Ganze angeht. Das sieht eher nicht nach einem Boot aus, auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Im Moment, das war sowieso hier ein bisschen Murks, was ich gerade gemacht habe. Aber naja, man merkt jetzt auch, dass ich ein bisschen konzentriert bin. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute mit dem Schnee fertig werden, weil ich dann diese Abkürzung dann halt genommen habe. Daher ging die Zeit doch ein bisschen schneller vorbei und daher bin ich null vorbereitet auf ein Boot. Das sieht scheiße aus, Leute. Das sieht so richtig mega scheiße aus. Ich denke mal, dass das mit einem Eichenholz eher gar nicht gut aussieht. Ich brauche ein bisschen mehr. Bisschen mehr Stämme, einfach mal ein paar mehr Stämme. So, wir haben doch hier oben irgendwo diese grüne Fläche, ich glaube hinter dem Dings hier war's, wo ich mal ein paar Eichenbäume einpflanzen kann. Genau, pflanze ich da einfach mal ein paar an. Natürlich habe ich jetzt keine Knochen, aber die Sonne geht unter. Das bedeutet, ich werde spawnen ein paar Skelette, das wäre nämlich sehr, sehr geil. Aber ich sehe gerade, die Aufnahmesession ist eh vorbei. Ein Glück.
Weil dann kann ich mich noch mal ein bisschen informieren, wie man ein Boot baut. Natürlich hätte ich das jetzt nebenbei auch noch mal kurz googeln können, aber nö. Eventuell will ich auch mal so einfach nicht nachschauen, sondern ein paar Gedanken machen. Weil so eine kleine Idee hatte ich jetzt schon. Aber ja, fehlt mir erstmal die Materialien zu. Die werden wir uns im nächsten Part oder beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession beschaffen. Jedenfalls gehen wir noch mal kurz nach Hause, holen uns Knochen, wir legen uns noch mal hin, damit wir nicht hier in der Nacht da sein müssen. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und tschüss.